Ja, hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Wärmbude. In den Osterferien haben wir Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers fertig gespielt. Was ich vor langer Zeit, im Dezember müsste es gewesen sein, begonnen hatte. Aber es gab auch noch ein anderes Projekt, das in derselben Woche wie Ruby Destiny gestartet ist und ebenfalls auf einmal aufgehört hat. Und dieses Projekt möchte ich auch noch fertig spielen. Die Pokémon Emerald Challenge, Randomizer Challenge. Wie ihr vielleicht an dieser Aussage schon bemerkt habt, ich habe das Ganze damals abgebrochen, weil es mir wirklich ehrlich gesagt zu frustrierend war. Ich habe mich jetzt entschieden, das Ganze noch weiter zu spielen, aber komplett fun-based, ohne Challenge, weshalb ich das Randomizer rausgenommen habe. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich zuletzt gemacht. Ah, doch, ein Pokémon gefangen. Und zwar, glaube ich, das Hubbelupf, das auf der Box lag. Ich habe mir hier gerade schon mal kurz reingeguckt. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, ich hätte nur ein oder zwei Pokémon. Mein Team ist aber echt gar nicht mal kacke, muss ich sagen. Und ah nee, Steckdose ist am neuesten, glaube ich. Kann das sein? Ich meine, wenn ich hier so das Level sehe. Und ja, deswegen werde ich das Spiel hier jetzt weiterspielen. Habe ich ja gescheite Items. Aber ohne Challenge. Nicht viele Bälle. Ich sag's so, ich könnte mehr haben. Ich denke aber auch, ich habe kein Geld. Sehe ich das richtig? Boah, und ich drücke immer X für Ja. Hä, doch, ich habe ja ein bisschen Geld. Ich drücke immer X für Ja, obwohl das hier, also für A drücken, obwohl das in dem Spiel B ist, weil das in Mystery Dungeon Team Himmel anders ist. Also, ich hätte gerne. Ich werde das Spiel jetzt eben einfach weiterspielen, die Pokémon trainieren, auf die ich Bock habe. Und mal gucken, was die Gegner so machen. Ein Fahrrad hatte ich noch nicht, deswegen kann ich den Radweg schlecht nehmen. Hier müsste ich aufgehört haben. Auf dieser Route habe ich eben schon. Was zur Hölle ist das? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob irgendwie auch Items oder so gerandomized waren. Ich weiß noch, dass die Farben der Pokémon teilweise anders waren, aber. Ah. Ja. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, auf welchem Level die Gegner sind. Es kann natürlich gut sein, dass Steckdose verdammt underlevelt ist. Okay, nicht so sehr, aber natürlich auch gegen das Ding hier. Moveset sieht nicht so gut aus. Okay, vergiss es. Was habe ich gegen Pflanze? Sehr gut, offensichtlich nicht sonderlich viel. Erstes Pokémon dieser Folge, Mankey, hat auch eine Flugschwäche. Gott, sieht das so jetzt aus. Hä, warum hat Steckdose dafür jetzt auch noch Erfahrung bekommen? Und warum habe ich das Ding so genannt? Ja, ach, scheiß Trainer-Tipps. Also, jetzt zählt natürlich. Jetzt hört ihr mich vielleicht auch besser. Ich habe gerade das Mikrofon runtergeklappt. Jetzt zählt natürlich auch, wenn ich ein Pokémon fangen will, das ich finde, weil ich es cool finde, dann werde ich das jetzt auch machen. Da kacke ich so mal relativ darauf. Okay. Ey, du hast keine Flugattacke, willst du mich verarschen? Da kacke ich dann auch
Was heißt, ich kack auf die Challenge? Die Challenge ist rum. Punkt. Nochmal zurück, Reddy. Ich brauch schon den hier. Ja. Man merkt, denke ich, ich bin selber auch noch ein bisschen... Ne? Aber ich will das Ganze auf jeden Fall weiterspielen. Aber ich wusste echt nicht mehr, dass ich einen Impagator im Team hatte. Als ich gerade wieder ins Spiel gegangen bin, ist es mir irgendwie wieder gekommen, dass ich da echt einen Günther gefangen hatte. Natürlich nimmt das auch ein bisschen die Spannung, dass die Challenge weg ist, aber das, dafür macht es mir dann Spaß zum Zocken. Und das ist mir wichtiger. Und nächster Encounter. Wow. Und warum glaube ich... Mann, Ernst, ich würde den gerne trainieren, den Steckdose. Aber der ist offensichtlich nicht sonderlich stark. Und kann das Ding... Ah, es kann was anderes als Synthese. Sehr gut. Jawohl, Level 15. Oh, fuck. Hi, lang nicht gesehen. Ich hab hier... als ich nach Pokémon gesucht habe, sind meine stärker geworden. Kämpfen wir! Oh Gott, bitte pack nichts Krasses aus. Drei Stück. Oha, du hast noch keine Elektroattacken, oder? Genau. Das macht nichts. Geiler Kampfbeginn. Okay, jetzt wechsle ich. Was habe ich gegen Flug? Alter! Vier Pokémon in meinem Team haben eine Flugschwäche. Oh, der sieht ja nice aus. Ja, hat jetzt zwar keine sehr effektive Attacke gegen Flug. Aber trotzdem. Illumise. Käfer-Pokémon. Weedy würde ich auch gern trainieren. Wann gibt's in dem Spiel nochmal einen EP-Teiler? Scheiße, ich hab nicht gesehen, was. Okay. Das könnte dauern. Warum habe ich nicht direkt Stahlflügel benutzt? Das ist ja deutlich besser. Das schafft Dodo. Steckdose kriegt Level... Oh, Ehre. Ja. Ich habe mehr als genug Platz. Ich guck mal im Moment, wann es einen EP-Teiler gibt fürs Leveln. Okay, okay, ist sahnig. In der nächsten Stadt, direkt nach dieser Route, gibt's einen. Ja, du kriegst einen Item-Detektor. Wenn da ein unsichtbares Item ist, toll. Geheilt werde ich nicht, denke ich. Wer hätte es gedacht? Aber ich renne trotzdem mal weiter. Hi, wer bin ich? Danke für den Anruf. Oh. Und Doppelkampf. Wirklich? Also, das Ding hier habe ich auch. Das hat ja ein absolutes Scheiß-Moveset. Mach du mal da drauf. Schön. Günther ist broken. Ach, Steckdose hat an... Ach, warte. Ich hab grad so einen Gedanken. War das nicht so, dass...
Ja, den EP-Teiler gab's in dem Spiel. Den hab ich schon. Aber der funktioniert anders. Ich hab den bereits auf meinem Steckdose. Sehr schön. Das Team reist gut. Ja, So, der Typ hat noch ein Pokémon. Radikal. Wäre es irgendwas gewesen mit einer Schwäche gegen Dings, wäre es natürlich besser gewesen, aber... So. Ja, ich sammel Nummern. Sehr gut. Nächster Encounter ist... Oh, Sandama. Cool. An sich würde ich ja gern... Wäre Boden... Das Problem ist, ich würde gern was gegen Flugtypen bekommen. Okay, ich meine, ein... Also, Feuer habe ich eine Waffe gegen. Sowas gegen Eis wäre vielleicht noch gut. Und da ist Boden aber auch nicht die Wahl. Na, falscher Knopf. Da ist halt das auch nicht gerade meine Nummer 1 Wahl. Boah, und der haut ja... Jetzt verfehle ich noch. Sicher! Jetzt kann ich nicht mehr treffen. Boah! Jawohl, Steckdose kriegt noch ein Level. Der Knopf war rennen. Nächster Encounter. Ein Feuer-Pokémon würde ich aber schon gerne mitnehmen, muss ich sagen. Meine Sorge ist nur, wie schwäche ich das jetzt am besten? Auch wenn du Pflanze bist, komm mal rein. Sehr schön. Ein noch. Sehr gute Ausgangslage. Das Ding würde ich gerne fangen. Oh, fuck. Ich probiere es nochmal mit dem normalen Pokéball. Ne, der wird nichts. Superball? Nein! Das will nicht. Ein noch, ansonsten... Nee, das bringt halt leider nichts. Wenn ich meine ganzen Bälle einfach dafür raushau. Da ist noch eins. Ich kann ja nochmal einen Ball probieren. Bisschen anschwächen. Mit dir kann ich, denke ich, auch gezielter schwächen. Sag es nur die. Das Ding ist mit einer Glut tot. Also mein Weedie. Ah, komm, friss einen Ball. Nee, wird nix. Dann hole ich mal Erfahrung. Schade, ich krieg offensichtlich kein Feuerriegel und das hat mich jetzt... Ach, wisst ihr was? Ich bin aber auch blöd, ne? Ich bin einfach geizig in dem Spiel, ich weiß. Eigentlich wollte ich Wasser benutzen. So, ich stell... Falscher Knopf. Günther nach vorne. So kann ich nämlich flüchten von diesen Kackviechern. Oh, hi, Baldorfisch. Alter, ich liebe die Vorspultaste.
dich nicht. Mann, hier wäre noch ein gutes Feuer, Mann. Dann machen wir es halt so. Dann gönne ich mir eben Ponita. Den wohl langweiligsten Namen, den gefühlt jeder bei seinem Ponita nimmt. Jedenfalls, wenn man Zelda kennt. Jetzt weiß eh jeder. Eponym, genau. Warum habe ich den Namen jetzt eigentlich so gelassen? So, dann wieder zurück. Das Ding packe ich nämlich anstelle von Weedy. Das war nicht der Plan. Das Ding packe ich nämlich jetzt. Das kann ich nicht fangen, aber die Erfahrung würde ich mir gern gönnen. Dass ich das Ding nicht gefangen bekomme, war hoffentlich jedem bewusst. So. Denn, übrigens auch nochmal für die, die auch schon alles vergessen haben über das Projekt. Das hier ist noch, die beiden habe ich noch in der Box. Auch Weed. Ponita kommt jetzt mit in die Party anstatt Weedy. Und vom Level her, falscher Knopf. Und vom Level her ist es für mich keine Frage. Auch wegen dem Moveset bist du inzwischen ziemlich gut. Aufgestellt. Deswegen kriegst du jetzt den EP-Teiler. Eponym. Und ich würde sagen, auch jetzt wieder ein Pokémon vor, das nicht so hochgelevelt ist. Und zwar Steckdose. In diesem Spiel ist Y. Das Y steht für Yes, Günther. Du darfst das drücken, nicht X. ja gut. So, ein bisschen noch Erfahrung grabben. Eponym bekommt auch was, das ist gut. Ich bin zu behindert zum Laufen. Warum habe ich jetzt Tackle gedrückt? Smetbo gibt's hier noch. Steckdose. Schön für dich! Der Donnerschock macht Steckdose gleich deutlich nützlich. Ja. Danke. Neues Level. Wen habe ich auf an zweiter Stelle? Eponym ist zu niedrig gelevelt. Ich weiß nicht, ob das ein Doppelkampf wird. Ja. Ein Psycho und ein Triathlet. Okay. Okay, okay, okay. Steckdose, mach mal einen Donnerschock auf das Viech und du Stahlflügelst das Ding. Okay, dann würde ich sagen, du tackelst das Ding, du Stahlflügelst das Ding. Dodo hat ein Level Up, Eponym auch und der Kampf ist durch. Easy. Das war ja nichts. Elixier und weiter. Ich glaube, ich bin, ja, sehr weit. Vier Pokémon. Ich hatte kurz Angst, das ist der Carpador-Trainer, den es in jeder Gen gibt. Der wäre hier nämlich verdammt gefährlich mit 6 Mon. Ja, ich wechsle, wenn es zu Feuer geht. Oh, das sieht cool aus. Ich habe ja schon eine Evoli-Form im Team, also... Ep-
Pon bekommt Glut. Oh, hab nicht geguckt, was es wird. Ich gehe einfach wieder auf Steckdose. Na toll. Ah ja, stimmt, das hatte ich ja schon mal, die Situation. Ein Geist-Pokémon hatte ich da und konnte es nicht mehr beschaden. Da hatte ich dann zum Glück... Ich weiß gerade gar nicht, was das... Ah. Und ich habe Trugschlag auf Fragezeichen, man. Nochmal fürs nächste Mal Pokémon fangen ich selber. Ah, das ist auch die Fahrraddings. Nein. Ich komme hier eh nie wieder hin. Warte. Ich wüsste jetzt gern, wie diese Ah, nee, ist ja scheißegal. Ich habe gerade überlegt. Ich weiß gerade nämlich nur den deutschen Namen von der Stadt mit MEP-Teiler, aber das können wir uns ja eh in die Haare kleben. Alle nennen mich den Zertrümmerer-Typ, aber das finde ich degradierend. Wenn, dann bin ich der Zertrümmerer-Kollege. Dein Mann sieht cool aus, einem Zertrümmerer. Ja. Ja. Ich mag das nicht, wenn ich... Ein VM-Sklaven finde ich aber eigentlich noch schlimmer als hier sowas. 20 hat das... Das ist so schwach in dieser Gen und da... Nee. Vergiss es. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das... Ich werde das brauchen, das ist klar. Dafür muss ich dann Teamkollegen ablegen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kabuto das kann. Die Bälle brauche ich dringender. Bin mir schon ziemlich sicher, dass Kabuto das kann. Und dafür würde ich mal, solange ich es brauche, pflanzen. Oh, die sind eigentlich alle schon stabil, ne? Pflanzi hat halt gute Status-Attacken, vor allem Paralyse. Dich lege ich hier, damit ich das auch gut merken kann. Du kommst, wenn ich kein besseres Teammitglied finde, noch mit. Also wieder. Ich bin besinnt. Also, back. Rock Smash. Sehr gut. Das habe ich gehofft. Habe ich geheilt. Jetzt auf jeden Fall. Ja, Fahrradladen. Wen haben wir? Einen sehr energetischen Käufer. Mich nennst du Rydal. Ich besitze den Shop hier. Deine Schuhe sehen scheiße aus. Die sind nicht von Gucci. Kommst du von weit? Ja. Echt? Okay, das ist weit. Also mit einem meiner Fahrräder könntest du ja einfach überall hingehen. Weißt du was? Friss einfach. Ah, übrigens sind da zwei Arten. Das ist das Schnelle und das ist das Trickrad, Kunstrad heißt es genau. Ich nehme das schneller. Ja, du kannst die auch wechseln. So, Fahrrad habe ich. Ich überlege gerade. Erstens, welcher Knopf war select? Ah, sehr gut.
hier vor der Arena. Ist was los? Was ist das hier? Eine Spielhalle. Brauche ich nicht. Komm schon, Onkel, bitte. Ich will ja in der Arena kämpfen und gucken, ob ich stark geworden bin. Darf ich? Jetzt chill mal. Seit du mit Pokémon lebst, bist du schon stärker geworden, aber glaubst du nicht, das ist ein bisschen krass? Nee. Wenn ich mit meinen Pokémon kämpfe, können wir jeden besiegen. Oh, hi, Günther. Ich bin stärker geworden. Ich will, dass mein Onkel das versteht. Ich hau dir auf die Fresse. Ja. Kurz und gut. Er hat 1. Hey, das habe ich auch. Der klaut meinen Starter. Opfer. Ich merke, du bist halt deutlich stärker geworden. Da kriege ich ja Angst von. Ja, kein Kommentar. Okay, ich gehe zurück nach Verdanturf. Günther, danke. Ein Trainer sein ist schwer, oder? Es ist nicht genug, einfach nur Pokémon zu haben und mit ihnen zu kämpfen. Jetzt mach dich mal nicht selber so runter. Warum sollst du nicht selber stärker werden? Viel stärker. Im Moment bist du scheiße. Gehen wir nach Hause. Ach, Günther, ich glaube, du warst doch der ihm geholfen hat, einen Pokémon zu fangen, ne? Warum besuchst du uns nicht mal in Verdanturf? Ich hab das angeguckt. Ihr seid Freunde, du und der Typ, ne? Aber er war scheiße. Ja, ich mag Trainer wie dich. Finde ich gut. Alles klar. Dann geht's in die nächste Arena. Warum wollte ich sagen, ich habe ein Elektro-Pokémon vorne? Das ist nicht so gut hier. Wen juckt das? Dratini und Wailord. Die sehen beide cool aus. Oh nein, ich habe Stein an zweiter Stelle. Also du machst einen Donnerschock auf Wailord und du gehst weg. Oh, das war schön. Hagel. Trifft alle, sehr gut. Ja, du hast ja ein ganz ordentliches Moveset, da kann man nichts sagen. Eponym hat gut Erfahrung gegönnt. Dann mach mal. Komm, wir hauen mal beide drauf. Oh Gott, das macht ja nichts. Also, du machst Donnerschock da drauf, du Mega Drain da drauf. Dann Donnerschock da drauf, Mega Drain da drauf. Ich glaube leider, das überlebt. Ah, nee, überlebt nicht. Oh, Steckdose hat Damage einiges. Er hat irgendwas mit Metronomen benutzt. Sehr gut. Steckdose kriegt ein Level und gewonnen. Ach so, das Rätsel war das. Der Puzzles, Spaß. Okay, wo wir gerade von Spaß reden, zeig mir mal, was du kannst. Nidoran. Yay. Boden. Ich geh mal auf Pflanzi. Oh. Warte, bist du nur Gift hier gerade? Wenn ja, dann war mein Switch kacke, aber mal egal.
Danke! Boah, das Ding boostet sich ein. Nee. Stimmt, dich hatte ich doch sogar... Wo bist du eigentlich genau hin? Ich hatte nicht zufällig auch noch eine Rest-in-Peace-Box neben dieser, die ich da offen hatte. Weil ich hatte doch auch eins. Ja gut. Was konntest du? Ich weiß wieder, was ich an dir gehasst habe. Und du? Wenn du nicht gerade gut bist, dann... Ne. Dann dürfen die beiden auch hier bleiben. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja auch heilen. Und ich würde sagen, wir machen den Rest der Arena in der nächsten Folge von Pokémon Emerald. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.